Ich darf euch unser rauschendes Finale anmoderieren. Er kommt aus Köln und macht eine ganz geile Musik, nicht zu gehen. Lass ihn aber aus. Hier ist unser letzter Künstler, Manuel Voll. Ja. So, ich muss euch ganz kurz was erzählen. Ich habe jemanden gesehen an Silvester. Ich bin so ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Und mir ist so ein schönes Bild aufgefallen, weil da war so ein riesiger Rocker, so richtig hart und tough, mit so einer Lederjacke und so verfilzten Haaren und was? Hast du Bu oder Du oder was? Hast du Bu gerufen? Wo? Wo gerufen? Du hast Wo gerufen? Ja. Okay. Das tut der Geschichte keine Sache. Wir erzählen auch nicht immer ganz die Wahrheit hier auf der Bühne. Aber wenn du möchtest, dann gebe ich dem Rocker gern einen Namen und eine Adresse. Also ja, Paul, der harte Rocker, stand gerade in der Venloer Straße 246 in Köln, als ich an Silvester zufällig da vorbeigekommen bin. Paul war ein richtig harter Typ, so mit Lederjacke, frag jetzt nicht nach der Marke, und so Tattoos, ein Anker und halt so ein Schiff in, was weiß ich. Naja, so, also jedenfalls voll das harte, taffe Bild. Und dann macht er so seine Jacke aus und holt so ein Labello raus und macht. Das hat irgendwie das komplette Bild kaputt gemacht. Auf einmal war er überhaupt nicht mehr so hart. Bis ich festgestellt habe, dass das kein Labello war, sondern ein Printstift. Ja, meine Damen und Herren, ich bin ja großer Fan des größten Comedy-Wettbewerbs der Welt. Der Eurovision Song Contest. Und ich finde, weil der noch nicht in Solingen war, sollten wir den endlich mal nach Solingen bringen. Und zwar nicht irgendwann, sondern heute hier. Seid ihr dabei? Wir improvisieren den einfach. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim Comedy Punch Club im Getaway in Solingen zum 273. Eurovision Song Contest. Ladies and gentlemen, welcome to the 273rd Eurovision Song Contest here in the Comedy Punch Club, in the Getaway in So Lala. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est la 2, 7, 3, 4, 5, 6, je ne peux pas parler français. La Grand Prix de la chanson, comme si, comme ça, vous le couchez avec moi ce soir. Non, merde, la Comedy Punch Club, très vite, 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 allez, allez, la Solingen, au revoir. Ja, wir haben hier wieder viele Kandidaten aus vielen, vielen unterschiedlichen Gegenden, die alle antreten, um ihre Gunst, um das Lied für Europa zu finden. Wir fangen direkt mit dem ersten Kandidaten an. Er kommt aus Mongolei. Mongolei. Also, er sagt Bangladesch, nee, geht ja gar nicht, aber Mongolei. Mongolei, ja, Mongolei ist jetzt auch in der EU, hat zwar Seehofer hat da zwar was dagegen, irgendwie, aber die Mongolen erstmal alle zum Arbeiten hier rüberkommen. Naja, so, aus der Mongolei. Und er heißt, wie heißt der Künstler aus der Mongolei? Genghis. Genghis. Genghis, ja, allerdings nicht Genghis Khan, sondern Genghis Mao. Genghis Müller. Genghis Müller aus der Mongolei. Er singt ein Lied mit dem Titel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist schön, dass hier ungefähr 100 Leute sind und dir fällt nichts ein und deswegen sagst du, keine Ahnung. Gut, das Lied heißt Keine Ahnung.
auch von Chingis Müller aus der Mongolei. Und es ist in welchem Musikstil? Was? Moll. Moll. Moll ist zwar kein Musikstil, aber nehmen wir trotzdem. Nein, ist okay, du warst schon mit Bangladesch nicht zufrieden. Nehmen wir Moll. Moll. Willst du auch noch die Tonart, willst du auch noch die Tonart sagen? Also C. C. Tonart. Tonart ist Reggae. C-Moll. C-Moll? Bist du einverstanden mit C-Moll? Okay. Los geht's. Einsam reite ich in der Steppe auf meinem kleinen Gaul. Mir fällt kein anderer Titel für das Lied ein, denn Mongolen sind faul. Deswegen hab ich keine Ahnung, von was ich hier singen soll. Doch ich wäre gern woanders, nicht in der Mongolei. Ja, Bangladesch fände ich toll. Ching, Ching, Chingis Müller ist mein Name. Die zu spät kommenden begrüßen. Schön, dass du jetzt da bist. Ich bin schon der Letzte. So, wir kommen zu unserem zweiten Kandidaten. Er kommt aus dem wunderschönen Rumänien. Ja, sag es einfach zweimal, wenn ich es nicht höre. Rumänien. Er kommt aus Rumänien und heißt Roger. Roger. Roger aus Rumänien singt ein Lied mit dem Titel. Ich liebe dich, Klammer auf, All You Need Is Love, Klammer zu. Und dieses Lied ist in dem in Rumänien sehr populären Musikstil. Punk. Du warst mir lieber, als du keine Ahnung gesagt hast. Punk. Punk? Yeah. Ah ja, ich liebe dich, genau. Alles Roger? Ich liebe dich, liebe dich, liebe dich, ich brauche Bier. Ich liebe dich. Mit Bier bist du nicht hässlich. All you need is love. Rumänien halt beim Eurovision Song Contest noch nie gewonnen. Aber wir kommen direkt zu unserem dritten Land, das ist das wunderschöne Spanien. Spanien. Und der Mann aus Spanien heißt Miguel. Miguel. Miguel aus Spanien singt ein Lied mit dem Titel Engel. Was war das direkt hinter dem Engel? Curaçao. Der Engel Curaçao. Der Engel Curaçao. Und dieses Lied ist in welchem Musikstil? Reggae. Volksmusik auch schön, nehmen wir da als nächstes. So, Engel, ja? Engel Curaçao. Und zwar
Volksmusik kommt aus dem Land. Volksland. 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 Ach, Holland. Volksmusik aus Holland, der Künstler heißt? Antje. Piet? Ach, Piet. Piet? Antje Piet. Antje und Piet. Ein Duo. Antje und Piet. Sie singen ein Lied mit dem Titel? Ich kaufe ein Jau. Sehr schön. Das heißt ungefähr sowas wie All You Need Is Love. Ja. Hallo Antje, hallo Piet, da singst du mit mir ein Lied. Am schönsten ist, das machen wir nicht. Wir nehmen noch den letzten Kandidaten. Er kommt aus Polen. Irland. Polen mit zu spät. Jetzt habe ich schon Polen. Schade. Irland wäre aber auch schön. Nimm dir Irland. Beides. Egal, irgendwas. Und wie heißt der Sänger aus Polen, Irland, Russland? Pavel Wladimir aus Irland wird ein Lied singen. Ja, die haben bestimmt auch ein paar Auswanderer, Einwanderer gestanden im Irland. In Irland. Und dieses Lied heißt? Guinness. Okay, sind Sie noch in der Lage, daraus einen ganzen Satz zu machen? Dieses Lied heißt Guinness. Du hast vollkommen recht. Nein, du hast vollkommen recht. So meinte ich das zwar nicht, aber deine Antwort war komplett richtig. Dieses Lied heißt Guinness. Machen wir. Dieses Lied heißt Guinness und ist in einem wunderschönen irischen Musikstil. Hardrock. Okay, schade. Okay, ja, Hardrock. Schade um die Mutter und die Arbeit, Hardrock. Hören wir natürlich alle Lieder nochmal. Im Schnelldurchlauf in umgekehrter Reihenfolge. Also, wir hatten mit der Start Nummer 5 hatten wir Irland mit Dieses Lied heißt Guinness. Mit der Nummer 4 hatten wir aus Holland Ich bin Piet. Ich bin Antje. Ja. War das die Nummer 4? Das war die Nummer 4. Mit der Nummer 3 hatten wir aus Spanien den Reggae. Miguel! Mit der Nummer 2 hatten wir aus Rumänien das Lied Ich liebe dich im Punk. Achso. Ich liebe dich! Ja. Und
Die Nummer 1 war die Mongolei mit... Ach du meine Güte. Keine Ahnung. Genghis Müller mit keine Ahnung. Was war das für eine Musikgenommen? Moll. 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 Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Das Leben ist so schwer. So, jetzt müssen wir abstimmen. Klatsch bitte jetzt für die Mongolei. Für Rumänien. Für Holland. Und für Irland. Okay, dann machen wir Holland. Und für Irland. Dann, damit hat Holland ganz klar gewonnen mit dem Lied Ich hauen ja. Und ihr wisst ja, wie das beim Eurovision Song Contest so ist. Der Sieger darf sein Lied nochmal singen. Und zwar in welchen drei Musikstilen? Country. Country? Punk hatten wir schon. Rap. Jazz. Country, Rap und? Jazz. Jazz oder so. Okay, Jazz, Country, Punk. Ach du Scheiße. Hallo, Mdupen, die haben Mdupen, Flübe, die Mantel, wie geht es dir heim? Du bist high. Ich haube miau, denn du bist meine Frau. Ich glaub, ich dich gleich hau. Von mir seht ihr, wenn ihr auf die Videos hier klickt und wenn ihr mich mal live sehen wollt, dann geht auf meine Homepage manuelwolf.de, Wolf mit 2F, Link steht auch in der Videobeschreibung und schaut da bei den Terminen nach, wenn ich mal in eurer Nähe bin und lasst euch auf jeden Fall in den Newsletter eintragen, um genau einmal im Monat meine Termine zu bekommen und eventuell Ermäßigungen oder Freikarten zu erhalten. Bra!